Hallo und willkommen bei 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Wir spielen 20 Minuten Retro-Spiele und stoppen, sobald die Zeit rum ist. Anschließend bekommt ihr eine persönliche Einschätzung von uns. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo und einen Daumen da und aktiviert im besten Fall die Glocke. Das kostet euch nichts und hilft uns zu wachsen. Solltet ihr mehr von dem Spiel sehen wollen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt genug gequatscht, viel Spaß bei 20 Minuten Retro. Herzlich willkommen zu 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Ich bin der Jacho85 und ihr seht schon, heute spielen wir Turrican 2. Im ersten Teil haben wir ja ziemlich verkackt, aber ich hoffe, es geht im zweiten Teil jetzt besser. Tja, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer, der Timer startet direkt jetzt. 20 Minuten laufen. Wir hoffen, wir stellen uns ein bisschen besser an. Ob die Steuerung so funktioniert, wie sie funktionieren soll. So, hier kann man hopsen, hier kann man schießen. Hier kann man diesen Laser machen. Oh, das ist gut. Da oben ist halt was. Jawohl. Bösewichte kommen. Jawohl. Piu Piu, die habe ich sowieso ganz gerne. Teil 2 ist sowieso mein persönlicher Favorit. Der erste Teil, der war ja, ihr habt es ja selber gesehen, als ihr es gesehen habt. Ziemliches Chaos. So, das ist wie eine komische Piu Piu. Ah, schon besser. Der Laser, ja, genau, der Laser muss sein. Nee, diese komische Cooler nehmen wir nicht nochmal. Wir machen lieber die Fliegis hier weg. Wir mehren uns hier gemütlich dort. Ein Rums. Diamanten, Diamanten und ein Weg nach oben. So. Selbst hier oben, auf der fliegenden Plattform, rennt die Bösewichte rum. Wasserfall. Aber es lässt sich irgendwie auch angenehmer steuern. Ein One-Up. Wir nehmen das One-Up mit. Das heißt, wenn wir jetzt sterben sollten, dann leben wir nochmal. Nee, ich wollte sagen, das lässt sich auch irgendwie angenehmer steuern als der erste Teil. Wäre ja eigentlich auch schon nicht schlecht von der Steuerung. Wenn da nicht dieses Kantenhuppen war, wäre. Ja, das Laser. Wenn es so weitergeht, brauchen wir das One-Up bald. Ich bin fasziniert von der Musik. Oh nein! Clever. Ah, wir starten direkt hier. Was ist das hier? Wind. Ich glaube, hier gab es einen Trick. Ich glaube, auf dieses schwarze Ding, da konnte ich, glaube ich, drauf. Genau. Ich wusste, das war irgendwie hier so. Kann ich mich noch an alte Zeiten erinnern? Damals. Ich glaube damals, als es noch damals zu C64 Zeiten, habe ich das noch mit Joystick gespielt. Das geht wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr. Ein One-Up ist immer gut. So, ich weiß gar nicht, was ich auch coolern kann. Und wenn ja, weiß ich aber im Moment nicht wie. Das Exit zeigt nach unten, deswegen gehen wir auch nach unten. Nach links und rechts in der Höhle. Alter, das war ja wieder clever. Gut gemacht, Jaro. Wir sammeln alles ein. Power up. Hauptsache, wir haben Energie gekriegt. Und dann nehmen wir diese Kackwaffe gerne in Kauf. Kackwaffe. Ein Drache. Au. Ich bin nur den Laser aufgehoben. Es gibt noch so ein Special
Bums. Ja, da war er. Okay, funktioniert. Können wir hier drauf drücken? Sprungpassagen, da kriege ich wirklich ein Graus, wenn ich halt den ersten Teil denke. Das immer wieder wiederholen. Durchkullern. Ah, ist wirklich durchkullern. Yeah! Oh, aber dann rumpst. Ich sollte wahrscheinlich das Ding mit Bedacht einsetzen. So, okay. Weiter geht's. Oh! Mein! Ich kann mich nicht bloß am Kopf treffen, ne? Aber diesen mega Rums, das habe ich gar keinen mehr. Hör auf zu springen jetzt hier. Da ja steht. Kann man diesen Laser den auch treffen? Ne. Jetzt ist das den Winkel. Halt so machen. Akro Boy ist das wohl. Au! Was natürlich im zweiten Teil gab an Mission, was ich sehr cool fand. Diese Flugmission, hier gibt es auch Flugmissionen, das hoffe ich hier. Jetzt ärgere ich mich, dass wir den Laser nicht mehr haben. Au! Jetzt war auch für die Hauptsache springen. Halbüchse. Wenn der irgendwo anecken würde, die cooler hinter, dann würde ich den von hinten treffen. Dann ist er nicht tot. Oh oh, nicht tot. Oh oh. Jawoll! Er ist klinisch tot. Sammeln nehmen. Jetzt haben wir wahrscheinlich getroffen. Ich schon wieder so eine Hubs-Passage, nicht schon wieder. Oh nein. Oh, ist übergeht. Lieber tot. Ist auch nicht schlecht. Aber wir haben ein paar One-Ups eingesammelt. Hier war der Energieklasse. Oh nein, ich schon wieder so eine Hub-Passage. Ich hasse es. Das ist ja furchtbar. Oh. Huh. Waffe auch hier, wie mag ich die nicht? Oh, gibt es sogar noch mal als Verstärkung. Klasse! So. Links damit, da gibt es Münzen, Diamanten, besser gesagt. Können wir da hoch? Natürlich nicht. Bei unserer Hubs-Angelegenheit hier. Aber wir haben ja wieder diese komischen Schießis. Oh, hier, guck mal. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, jetzt können wir besser hoch. Da ist die Steuerung gemütlicher. Ja, lieber die. Lieber das. Oh, das ist ein Laser, oder? Nee, auch nicht. Nein. Also so ein das ist auch schon so ein super Angriffsschuss, den Teil. Sehr. Das ist Münzen oder entdeckt. Oh, schön durchkullern. Hätte man jetzt machen können, also denn? Ja. Also Cooler funktioniert tatsächlich. Genau. Spring hat halt so seine Tücken. Da gehe ich jetzt einfach mal nicht mehr drauf ein. Scheiß Spring. Nichts mehr. Oh. Jetzt sind wir hier hinter. Und da hinten ist One-Up runtergefallen. Wo ist es hin? Oh nein, jetzt ist das One-Up weg. Also das Leben. Extra Leben. Oh, ich gehe in jeden Gang rein. Auch selber. One-Ups verschwinden. Oh, das Leben sowieso nicht. Hapsa, hapsa. Bin ich an der Decke jetzt hängen geblieben oder bin ich. Hä?
Ah, okay. Unsichtbare Decke. Oh, Exit. Jawoll, Level geschafft. Der ist genau da oben gestoppt. Oh, trottelig. Oh. Eine Burg. Ah, nein! Oh, so. Die Burg war schlimm. Oh, ich dachte schon. Genau das ist das Problem. Ich denke zu viel. Laser, jetzt muss ich eigentlich hier lang. Na naja, gut. Was ist denn diese Kacke? Ich sterbe hier. Ich schieb wieder hier. Ah ja, okay. Hier kann ich mich dran erinnern an diese coolerischen Cooler. Ich fall nicht vom Himmel. Ich glaube, da oben ist ein Geheimgang, wenn man da durchgeht, aber. Das mal. Oh. Ist das nicht der Selbstmörder hier? Soll ich ein bisschen fetter rumziehen? Na, au, nee, das war kein Selbstmörder an sich. Das war einfach nur einer, der. Laser, jawohl. Der, das sag schon, der hier irgendwelche Teile schmeißt. Pflanzen hinten aus der Erde. Also, woher sonst, aber. Das ist ja schon Plattform. Geht ja lang. Ohne. Oh! Hey, du! Explodiert ja doch selber. Komm hier raus. Komm auch nicht raus. Das geht vielleicht nach links, war noch. Ah, man muss, glaube ich, die Kniffe wissen. Wie war das? Oh, Shield. Shield ist gut. Shield ist gut. Kullern wir mal hier durch. Genau. Das war wirklich eine gute Idee, durch zu kullern. Oh, kullern. Also diese komische Waffe. Oh. Rind, das Kraut. Hier solche coole Augen. Trifft mal, trifft mal. Ja, ich komme bestimmt hier unten lang. Das Wasser rüber. Natürlich muss man da nicht lang. War ja zu erwarten. Wir sollten ein Spiel machen, wo man nicht springt. Genau, genau die perfekte Position. Oh, yes! Ja, ich bin noch dezent ausgerastet. Aber jetzt nicht mehr. Au. Ja, toll. Shield. Ey, ich bin ja mit dem Shield. Das war jetzt schwer abzuleiten, ich weiß, aber. Laser und Shield. Ah, oh, ich komme vorwärts. Das kann man so überleben. Ich riskiere es nicht, darunter zu springen. Ich weiß nicht, ob da ein Geheimgang war oder nicht. Oh, das ist ein bisschen. Nein, hier geht's runter. Ich glaube, ging es doch nicht so runter. Da war irgendwie ein Geheimgang, aber. Zum Thema Springen muss ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Das habe ich, glaube ich, zu Genüge getan. Okay, wir sind ganz unten. Und jetzt? Oh. Oh! Moin! Da
Nächste. Was fällt dir denn im Ohr? Ich geh auch hin, ne? Au, oh, oh. Ja, die blöden Kullern. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt stirbt er zwar, aber zwei One-Ups verloren. Zwei One-Ups. Oh, Level beendet, schön. Das ist bestimmt alles für ein paar Tricks, die man da durchziehen kann, aber die wissen wir nicht. Laser ist gut. Sie können immer gut geschottet. An den einfachsten Viechern, an den einfachsten. Ich muss dazu jetzt nichts mehr sagen. Oh nein, das ist doch wieder so eine Stelle hier. Oh nee! Oh Mann! Können wir in dem Level wieder starten oder fangen wir jetzt von ganz vorne an? Please enter your name. Ja, ich gebe mir schon ein. Yari, nee, Yaro. So. Können wir jetzt noch eine Highscore? Nee. Doch hier. Oh, erster. Level 2-1. Woo! Da war sogar Holger Schmidt wieder mit. Oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Na gut, wir haben noch gute 4 Minuten Zeit. Zeig mir noch mal, wie. Da können wir ein paar Geheimgänge plündern oder so. Können ja mal gucken. Diese komische Streuwaffen wieder. Oh, was rausfinden, noch mal Punkte machen. Aber schön, dass es die Highscore-Liste gibt. Ich glaube, das fasziniert einen auch immer wieder. Das ist nochmal neu zu spielen. Laser, den behalte ich. Wer seinen eigenen Highscore knackt. Ich würde sagen, das Spiel macht schon Spaß. Kann man nicht meckern. Ich bin dafür irgendwie nicht geeignet. Der nicht geeignete Yaro. Weithürigkeit. Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache, es macht Spaß. Wir wissen, dass hier oben ein One-Up ist. Deswegen holen wir uns das One-Up wieder. Das ist ein bisschen cool. Da wippt man okay mit. Genau, ich schieb's einfach auf die Musik. Die Musik hat mich abgelenkt. One up. Muss ich denn jetzt hier hochkommen? Aber dann kommen wir von der anderen Seite dort aber auch runter. Das kann nicht was sein. Den Gedankengang müsste man mal konkretisieren. Ah, da war alles schon zerlegt. Die Waffe. Nein, nicht die Waffe wieder. Bloß nicht. Hier war es runter, glaube ich. Die steht aber auch immer ungünstig. Hey? Das P war jetzt gut. Wir haben 7 solche Striche. Jetzt kommen wir mit einer ganz anderen Power daher. Selbst der hat es mir gefallen wie so ein Streuselkuchen. Nur ein bisschen springen üben. Au. Wirklich mal im letzten Moment überlegen, was man eigentlich für eine Waffe einsammeln, einsetzt. Das ist aber auch cooler, aber das benutzt hier nichts. Vielleicht bringt uns das Coolern ja bei dem Endboss was. Ich mache das hin und her, Coolern. Wenn wir noch zu dir kommen sollten. Auch noch runtergefallen.
Tank. Ui, AP. Power up. Ein Power up. Das sind ja gerade die Typen hier hochzulegen. Haha. Sehr schick. Sehr knorke. Das war geheim, weil wir wirklich stärker, wo wir eigentlich lang mussten. Ja. Weg verpasst. Musik genießen? Ja, sind wir komisch hergekommen, ne? Ist dieses Hops-Ding? Ist hier ein Geheimgang? Nee, gibt's nicht. Was ist halt dann der Sinn von hier oben? Ich hab's nicht ganz verstanden. Na gut. Gehen wir mit hier weiter. Oh, genau, hier müssen wir nicht hinspringen. Das ist das, was wir mögen. Und? Nein! Zu weit gekullert. Aber sie brüllt ja auch egal. Au! Es tat weh. Der Bösewicht, der kommt jeden Moment. Und zwar taucht er auf. Und unsere Spielzeit ist vorbei. Der Wecker klingelt. Die 20 Minuten Retro sind rum. Heute mit Türken 2. Soll er uns platt machen? Es hat Spaß gemacht. Selbst das Springen hat besser geklappt. Ja. Wir sehen uns eigentlich nächste Woche schon wieder. Vielleicht dann sogar direkt schon mit dem dritten Teil? Ich weiß es noch nicht, ihr werdet sehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Euer Jaro. 85.